Wieder ein Stau. Ah, Baustelle. Und wieder keine Bauarbeiter. Klar, das ist Beton. Und bis Beton belastet werden kann, dauert es mehrere Wochen. Oha, wird aus der Mitfahrgelegenheit jetzt eine Schulstunde? Sorry, da spricht einfach die Bauingenieurin in mir. Vielleicht wird in diesem Abschnitt auch gerade eine Qualitätsprüfung durchgeführt. Dann braucht es erst Ergebnisse, bevor es mit dem nächsten Arbeitsschritt weitergehen darf. Klingt logisch. Trotzdem sehe ich fast nie Arbeiter auf Autobahnbaustellen. Wahrscheinlich fahren sie oft zu Stoßzeiten, oder? Meistens, ja. Tatsächlich gibt es dann besonders wenig Verkehr auf den Baustellen. Denn die Belieferung mit Baumaterial oder der Abtransport von Erdmassen ist zu diesen Zeiten eingeschränkt, um das Staurisiko zu minimieren. Für 10 Kilometer Autobahn braucht es 8.000 bis 10.000 Lkw-Fahrten über die gesamte Bauzeit hinweg. Oh, wow. Und an Sonn- und Feiertagen haben LKWs ja Fahrverbot. Da kann also auch nicht gearbeitet werden. Ganz genau. Ich drehe die Heizung mal auf, okay? Gerne. Die niedrigen Temperaturen draußen könnten auch ein Grund sein, warum gerade nicht gearbeitet wird. Auch sehr hohe Temperaturen oder Dauerregen macht den Einbau von Beton oder einer Asphaltdeckschicht unmöglich. Oder eine Brücke wird abgerissen und neu gebaut. Dann ist ein Teil der Brücke abgesperrt. Die eigentliche Baustelle ist aber zunächst unter der Brücke. Klingt alles total plausibel. Aber hier ist die Straße einwandfrei. Wir sind doch gar nicht mehr in der Baustelle. Ja, aber da vorne geht es weiter. Es ist besser, eine längere Baustelle zu planen, als sie in mehrere kleine aufzuteilen. So fließt der Verkehr gleichmäßig. Denn mit Vollgas bis kurz vor jede kleine Baustelle zu donnern, ist zu gefährlich. Für die Bauarbeiter und alle Verkehrsteilnehmer. Klar, Sicherheit geht vor. Aber könnte man da nicht einfach nachts mehr arbeiten? Wieder das Thema Sicherheit. Nachts ist das Unfallrisiko höher. Oft leiden nachts auch Qualität und Produktivität. Denn Baustellen auszuleuchten ist aufwendig und Kunstlicht erschwert einige Arbeiten, weil kein Licht so hell und gleichmäßig ist wie das Sonnenlicht. Und natürlich müssen Anwohner nachts vor Baustellenlärm geschützt werden. Zudem wären einige Tiere durch Nachtarbeiten irritiert. So, jetzt höre ich auch auf mit meinem Monolog. Nein, das war wirklich spannend. Klar, ich habe auch schon viele Baustellen in Aktion gesehen. Aber bei meiner nächsten Mitfahrgelegenheit kann ich mit diesem Wissen bestimmt auftrumpfen. Sehr gut.